Ja, da war ich natürlich gerade auf der Terrasse und habe Tomaten gepflanzt. Deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Hi, hier ist Mike Leon Grosch. Und ich versuche heute Jahreszahlen zu erraten. Mal schauen, wie gut ich eigentlich bin. Seid gespannt, wie ich mich schlage. Ich bin's auch. Ben Zucker mit Was für eine geile Zeit. Wann war das nochmal? Das müsste 2017 gewesen sein. Auf jeden Fall 2017. 2017. Weil 2016 kamen die immer lacht und wir waren ziemlich dicht beieinander. Richtig, der Song wurde 2017 auf Ben Zuckers Debütalbum Na und veröffentlicht. Siehste, Ben, ich weiß Bescheid. Wann wurde der Song Scheiß Melodie von Kerstin Ott veröffentlicht? Das ist natürlich jetzt... Kerstin und ich haben denselben Produzenten, den lieben Thorsten Brötzmann. Das war auf jeden Fall vor Corona. Tatsächlich ist Scheiß Melodie komplett an mir vorbeigegangen. Ich würde schätzen, vielleicht 2019. 2019? Donald Trump wird im selben Jahr zum 45. Präsident der USA gewählt. Oh Gott! Ja, da war ich natürlich gerade auf der Terrasse und habe Tomaten gepflanzt. Deswegen habe ich das nicht mitbekommen. So, wie lange ist denn Donald Trump nicht mehr Präsident? Mein Mann wüsste das jetzt definitiv. Oder nee, warte. Scheiß mir lieber früher, dann war es 2016. Boah, ist ganz schwer. Ich würde sagen 2016. Richtig, der Song Scheiß Melodie von Kerstin Ott wurde 2016 veröffentlicht. Maite Kelly mit Einfach Hello. Wann war das nochmal? Maite Kelly veröffentlicht ihren Song Einfach Hello. 2021. Manchmal Defizite, manche Sachen besser. It is immer, ne? Richtig, 2021 veröffentlichte Maite Kelly ihren Mega-Hit Einfach Hello. Helene Fischer mit Atemlos. Wann war das nochmal? Das ist echt geil. Na, wo war ich, als es rauskam? Ich war in Leipzig und da hatte ich eine von meinen ersten Shows. Und das war... Isog. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Song 2014 durch die Fußball-WM wahnsinnig bekannt wurde. Ich vermute aber, dass der früher schon veröffentlicht wurde. Ist es 8 oder 9 Jahre ist das her? 9 Jahre habe ich meine erste Show gehabt. Das muss 2013. 13. Ja, 13 oder 12. Ja, genau. 14 immer. Ja, 2013 bin ich mir ziemlich sicher. Ich sag 2013. Atemlos erschien am 29. November 2013. Sehr gut. Jetzt haben wir echt Stock. Ja, Wahnsinn. Wann wurde der Song Ti Amo von Howard Carpendale veröffentlicht? Hit, mega Hit. Irgendwas 84. Nee, da habe ich ja nun noch nicht gelebt. Boah, dann würde ich mal schätzen in den 70ern irgendwann. Ich würde tippen 1977 oder 1978. Im selben Jahr erscheint der allererste Star Wars Film. Oh. Eieiei. Danke für den Tipp. 76. 1979. 72, 77, 81, dann war es 81. Okay, ich sage 77. Yay! Yeah. Die Antwort lautet hier 1977. Ein schönes Trieb, Jahreszahlen sind ja nicht ganz so einfach. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, wie ihr euch so geschlagen habt. Viel Spaß und danke. Dich so zu lieben ist einfach abnormal.